Alright, kümmert euch nicht um meine Frisur. Eigentlich wollte ich nicht mehr aufnehmen, aber mir ist gerade eben aufgefallen, ich habe nicht genug. Und meine Cap habe ich gerade schon in den Koffer gelegt und also ich bin jetzt einfach zu faul gewesen aufzustehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach zu faul, ja. Ich war nämlich gerade beim Friseur, es hat ein bisschen angepasst. Aber ich habe immer noch nicht die richtige Länge dafür, dass ich mir dann endlich mal so ein Man-Bun oder sonst irgendwas machen kann. No, ich soll einen Monat nochmal vorbeikommen. Deswegen sind die Seiten nur angepasst worden und hinten der Fukuhila ist jetzt weg. Ja, Thema Haare bei dem Kerl ist halt auch wichtig, ja. Auch Skincare und Co. sollte man sich mit auseinandersetzen. I don't know. Tut mir leid. Aber ich habe gerade... Ich muss so viel machen, weil ich wieder so spät angefangen habe mit allem. Ich dachte halt, ich habe genug Folgen. Ja, und dann habe ich gerade alle eingestellt. Dann habe ich gesehen, nee, ich habe nicht genug Folgen. Und ich möchte euch ja nicht enttäuschen. So. So, jetzt ist es raus. Ja. Das ist alles nur, weil ich euch nicht enttäuschen möchte. Knife. Knapp. Stettreck Purple. Okay, wir haben gelernt. Fuel Injector ist nice. Jeder Pinkskin in Minimalware aufsteigend in Stettreck ist nice. Let's get it. Und das Bowie Knife ist, glaube ich, sehr nice. Und wie gesagt, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das Bowie Knife ein absolut insane krankes Knife wird. Das beste Knife, was ich jemals gezogen habe. So sieht's aus. Come on. Wildfire. Und gib uns das lieber zu früh als zu spät, ja? Denn, ganz ehrlich, ist es zwar schön, dass es ein insanes Knife wird und ich dann hier zehntausende Dollar plus mache, aber ich möchte ja auch nicht so viel Geld im Vorfeld dafür ausgeben dann, ne? Deswegen lieber jetzt als später. Zack, zack, hoppla hopp. Und mein Mikrofon ist gerade noch angekommen, glücklicherweise. Ich nehme ja, wie gesagt, im Vorfeld auf und ich bin mitten im Urlaub, während ihr das hier sehen werdet. Aber ich habe ja noch mir ein, das hier, das Shure-Mikrofon in USB-Variante gekauft, in der Hoffnung, dass das sehr viel besser funktioniert an einem Laptop als das hier, weil, was waren die Stichwörter? Phantomspeisung, Strom, bla bla. Und auf der Rapid LAN hat es ja alles nicht so gut funktioniert. Und meine Hoffnung ist einfach, dass es am Mikrofon lag, dass die Stromzufuhr zu gering war oder sonst irgendwas, weil ich das ja über den USB-Hub machen musste. Und so weiter und so fort. Und deswegen, jetzt habe ich mir die Variante in USB geholt und hoffe einfach, dass das gut funktioniert. Und das Paket ist eben gerade noch gekommen. Ich hatte Angst, dass es nicht mehr rechtzeitig hier ist, weil morgen früh fliege ich. Beziehungsweise morgen Nachmittag. Und morgen früh muss ich ja aber schon los. Und wenn es morgen kommen wäre, wäre es echt sad gewesen. Oh, naja, it is what it is, right? Purple. Gute Condition, ne? Ah, viel testet. Aber es ist da. Und ich bin sehr gespannt, ob die Streams funktionieren oder nicht. Vielleicht kann ich auch gar nicht streamen, weil das Internet nicht gut genug ist. Aber mir wurde gesagt, es soll wohl anscheinend gut genug sein. I don't know. Minimalware und viel testet. Back-to-back Purple. Und jetzt nochmal ein schönes Knife. Please. Letzter Key, letzte Kiste. Vielen, vielen Dank für jeglichen Support. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf Wildfire, denn Knife haben wir noch nicht gezogen. Aber wir haben einige Purple gezogen. Na, immerhin. Tschüss.